Frau Deutscher, auch Abschlussprüfungen könnten künftig digital werden. Welche Chancen sehen Sie in dieser Entwicklung? In dieser Entwicklung sehe ich ganz große Chancen für die Lehrerschaft, aber auch für die Schülerschaft. Also für die Schülerinnen an Berufsschulen wäre der große Vorteil, dass sie so lernen, wie sie auch später arbeiten werden und so auch geprüft werden. Das heißt, es wäre ein authentischeres Prüfen, was auch dem entspricht, wie Unterricht mittlerweile ablaufen sollte und wie später auch am Arbeitsplatz gearbeitet wird. Für die Lehrkräfte sehe ich große Potenziale für Arbeitserleichterung in Form von kollaborativer Prüfungserstellung, aber natürlich auch in Form von automatisierter Auswertung. Unter welchen Bedingungen sind digitale Abschlussprüfungen denn künftig möglich? Unter der Bedingung guter Programmierung, die eben usable ist, also eine gute Usability hat, die Schüler und Lehrer gut bedienen können und dann entsprechend auch annehmen. Werden analoge Prüfungen denn dadurch einfach digital oder ändert sich zum Beispiel auch der Fokus auf zum Beispiel Kompetenzen? Genau, das ist gerade nicht das, was passieren sollte, dass wir einfach statt auf Papier am PC prüfen. Das kann auch schon den einen oder anderen Vorteil mit sich bringen, aber das ist eigentlich dann noch nicht der große Wurf, sondern der große Wurf wäre, wenn wir damit auch dann eben digitale Kompetenzen stärker adressieren können in Prüfungen. Und der große Wurf wäre, wenn das Ganze eben auch authentisch immersiv wird, sodass die Auszubildenden, Lernenden, die solche Prüfungen, digitalen Prüfungen machen, dass sie das Gefühl haben, sie sind in echten Situationen. Das wäre der große Wurf und das große Ziel. Wir hatten jetzt gerade schon einmal über Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte gesprochen. Aber was bedeutet die Entwicklung digitaler Prüfungen denn für Schulen und Ausbildungsbetriebe? Für Ausbildungsbetriebe sind digitale Prüfungen insofern sehr interessant, weil sie auch hier eben dem Arbeitsplatz entsprechen und damit das, was gelernt wird, auch dem entspricht, was in der Prüfung passiert. Für Schulen sind digitale Prüfungen insofern interessant, als dass man damit auch stärker dezentrale Ansätze fahren kann. Das heißt, es muss nicht nur noch zentral geprüft werden, sondern man kann auch vielleicht dezentral Prüfungen stattfinden lassen. Und das hat natürlich auch einen gewissen Charme dann für Lehrkräfte. Welche Kompetenzen müssen denn Lehrkräfte für digitale Prüfungsformate mitbringen? Sie müssen natürlich selber in der Lage sein, durch diese digitalen Formate zu navigieren. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass man das nicht voraussetzt, sondern dass da eben entsprechende Schulungen angeboten werden, die es Lehrer ermöglichen, dann in solchen digitalen Prüfungsformaten zu navigieren.